Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Normal Vegan. Und heute erfülle ich mir einen großen Wunsch, denn heute ist die Johanna bei mir. Und es ist nicht nur ein lang gehegter Wunsch, dass ich Johanna interviewe, sondern wir haben etwas, das uns beide verbindet, nämlich total nervt. Und das ist das schlechte Image von Stadttauben. Das heißt, ihr werdet heute nicht nur Johanna kennenlernen, die wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr beeindruckende Sachen macht, sondern wir werden auch ein paar Infos zum Thema Tauben geben. Und ihr könnt jetzt schon gespannt sein, wo denn dann die Verbindung zwischen Johanna und den Tauben ist. Aber das werden wir alles im Gespräch klären. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Johanna, du kennst das Format, du kennst unseren Fragebogen und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an. Okay. Alles klar, los geht's. Johanna, wo wohnst du? Ich wohne im schönen Bremen. Okay. Es wird nachher nochmal eine Rolle spielen. Wie alt bist du? Ich bin gerade 26 geworden. Ja, darf man noch gratulieren, denn das ist gerade ja. 3 Tage her. Also von daher auch von der Gans und von mir alles, alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön. Familienstand, da weißt du, da geht die Frage mal so ein bisschen in die Richtung der Wohnsituation. Bist du da Einzelkämpfer? Kannst du also quasi essen, was immer du willst? Oder wie sieht es bei dir aus? Also ich wohne in einer WG mit noch 2 anderen in meinem Alter, aber wir kochen tatsächlich separat. Von daher ist es erstmal relativ unkompliziert für mich, aber ich bin natürlich schon auch immer noch mit tierischen Produkten konfrontiert in meinem Alltag. Okay. Beruf? Ich bin Studentin im Master Erziehungs- und Bildungswissenschaften hier an der Uni. Okay. Hobbys? Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Pandemie-Hobbys und eigentlichen Hobbys. Ah, das ist sehr schön. Also im letzten Jahr habe ich sehr intensiv Sprachen gelernt. Erst Französisch und jetzt Spanisch auch in Vorbereitung auf mein Auslandssemester, das bevorsteht. Aber ansonsten, also wenn nicht gerade Corona ist, dann gehe ich besonders gerne Seilklettern in der Halle. Und bin natürlich auch für die Tiere auf der Straße aktiv. Ja, und die eine oder andere Runde laufen machst du, glaube ich, auch noch. Ja, auf jeden Fall. Also aktuell bin ich ja leider verletzt. Das war alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich bin früher schon mal intensiver gelaufen und habe das tatsächlich in meinem ersten Auslandssemester in den USA angefangen, weil da war ich in so einem kleinen Örtchen und da gab es halt einfach auch nicht so viel. Und da habe ich das für mich entdeckt, auch um die Gegend ein bisschen zu erkunden und wollte es dann jetzt in der Pandemie eben wieder aufnehmen, aber habe mich direkt nach den ersten paar Wochen leider verletzt mit einem Knochenödem. Also ganz, ganz wilde Geschichte. Ich glaube, dass es ganz schnell wieder besser wird, weil ich komme da nur gerade drauf, weil wir haben uns ja im Zoom-Call von Laufen gegen Leiden kennengelernt. Also ja, genau. Wusste ich natürlich, dass mit dem Laufen da war doch noch was. Dein Leibgericht? Das ist schwierig. Essen allgemein steht natürlich hoch im Kurs, veganes Essen. Aber ich glaube, wenn ich sagen müsste, dass mein Lieblingsgericht ist, tatsächlich Linsensuppe. Oh. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber... Nee, kann ich sehr gut verstehen. Also ich mache im Moment häufiger mal einen Linseneintopf in die Auflaufform, mache dann da noch Räuchertofu mit rein und überbacke das Ganze mit Kartoffelpüree. Und da oben drauf kommen dann karamellisierte rote Zwiebeln. Und das ist tatsächlich eine Kombination, die sehr, sehr lecker ist und so ein bisschen Richtung Shepherd's Pie geht. Also von daher eine ganz interessante Geschichte. Also Linsen kann ich sehr gut nachvollziehen. Und spätestens nach der Folge mit Dr. Marc Benecke wissen wir ja, dass gerade die Linsen eine besonders tolle Ernährungsbereicherung sind. So möchte ich es mal nennen. Wie lange lebst du jetzt schon vegan? Ich lebe jetzt gut 4 Jahre vegan, also am 1. März waren es 4 Jahre. Okay.
Du weißt, die letzte Frage bei mir im Fragebogen immer, welches Vegan-Klischee, welches Vorurteil gegenüber Veganern nervt dich ganz besonders? Puh, die Liste ist lang. Das ist schwere Entscheidung. Ich glaube, am meisten nervt mich eigentlich kein richtiges Klischee an sich, aber so diese dauernd wiederkehrende Frage, wie lange man das denn jetzt noch macht. Das ist gut, ja. Die muss ich mir tatsächlich häufiger anhören, auch von Verwandten, die dann immer wieder meinten, ja, aber wie lange willst du den Unsinn denn jetzt noch machen? Wann können wir endlich wieder zusammen essen? Wo ich mir so dachte, wir können die ganze Zeit zusammen essen. Aber genau, das war für mich so das Nervigste. Einfach nicht diese Anerkennung davon, dass es halt, dass es für immer so sein wird und dass ich diese Entscheidung bewusst getroffen habe für mich, auch aus guten Gründen. Das fand ich tatsächlich am nervigsten. Kann ich sehr gut verstehen. Gerade vielleicht noch mit hinzugefügt, wenn ich gerade über die Linsen gesprochen habe, da meine ich natürlich die Folge mit Ines und Marc. Also Ines war da auch mit bei. Die hat da ganz viel zum Thema Ernährung gesagt. Das wollen wir natürlich jetzt hier an der Stelle nicht unterschlagen. Ich war nämlich tatsächlich sehr, sehr froh, sie beide vor der Kamera zu haben. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es in der Verwandtschaft den ein oder anderen kritischen Blick vielleicht schon mal gegeben hat und den ein oder anderen Spruch. Da sind wir natürlich schon voll im Thema. Wie ging es denn bei dir los? Wie hast du dann gegen allen Widerständen dann doch die Entscheidung getroffen, ab heute vegan? Mittlerweile seit 4 Jahren. Also ich meine, immerhin zu dem Zeitpunkt war es noch nicht die große Welle und auch noch nicht in allen Medien. Aber du hast die Entscheidung getroffen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das frage ich mich auch immer wieder so rückblickend. Also ich glaube, ich habe mich da selber auch sehr überrascht. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wieder gar nicht. Und zwar ist es so, dass ich schon als Kind, also eigentlich alle Kinder lieben doch Tiere und ich natürlich auch, aber ich wollte damals auch unbedingt, das war mein erster Berufswunsch, Tierschützerin werden. Damals wusste ich überhaupt noch nichts über Massentierhaltung und überhaupt. Das richtete sich eher dann so auf Wildtiere. Aber ich hatte auf jeden Fall schon mal so diese Verbundenheit zu Tieren und diese Liebe zu Tieren. Und das ist dann ein bisschen verschütt gegangen in meiner Jugend. Und ja, ich erinnere mich noch, es gab eine Zeit, in der ich tatsächlich auch schon mal Vegetarierin war. Also das hat immer wieder mal in meinem Leben dann auch eine Rolle gespielt. Da war ich vielleicht 14 oder 15. Aber das habe ich tatsächlich nicht länger als ein Jahr durchgehalten. Also ich glaube, nach vielleicht 1,5 Jahren habe ich das wieder aufgegeben, weil es schon sehr schwierig war, wenn man noch mit seiner Familie zusammenlebt, die jeden Tag Fleisch isst und man selber jetzt auch noch nicht so die Kochskills hat oder auch das Geld da noch groß, sich irgendwie coole Sachen zu kaufen, dann ist es schon sehr schwierig. Und das habe ich dann wieder aufgehört und bin da tatsächlich auch dann wieder komplett zum Fleischessen zurückgegangen. Und dann kam irgendwann so meine Fitnessphase und gerade so im Fitnessbereich bekommt man ja immer gesagt, dass man ganz viel Fleisch essen soll, weil da ja so viel Protein drin ist. Und genau, das habe ich dann halt auch gemacht. Danach kam mein bereits erwähntes Auslandssemester in den USA, wo ich natürlich auch das Essen, was man da so kaufen kann, voll ausgekostet habe. Und umso überraschender war es dann, als ich wieder zurück war hier in Deutschland. Da hatte ich so ein bisschen Leerlauf, bevor das nächste Semester losging. Und ja, habe einfach an einem entspannten Nachmittag eine Doku auf Netflix ansehen wollen, ohne irgendwelche Vorgedanken. Und habe zufällig, also wirklich noch nie vorher von gehört, auf Cowspiracy geklickt. Und genau, habe mir dann die Doku halt angesehen und war komplett, also es war mindblowing für mich,
weil ich vorher nie irgendwie in Kontakt gekommen war damit, wie umweltschädlich und klimaschädlich Fleisch und überhaupt tierische Produkte überhaupt sind. Und ich hatte mich schon als Person bezeichnet, auch damals schon, die sich um Tiere sorgt, aber die sich auch um unseren Planeten sorgt. Also das war jedenfalls die Idee, die ich von mir hatte, auch wenn ich dafür jetzt aktiv nicht wirklich irgendwas getan habe. Und deswegen war ich dann unglaublich schockiert, und habe gesagt, okay, also du kannst es nicht weiter unterstützen. Also es geht nicht. Und ich hatte so eine Dringlichkeit, also es hat für mich so eine Dringlichkeit, dass ich gesagt habe, okay, du bist jetzt vegan. Und das war der letzte Februartag 2017. Und ab dem 1. März war ich dann vegan. Also tatsächlich zum Großteil von heute auf morgen. Ich kann nicht verschweigen, dass ich auch vielleicht noch mal ein paar Rückfälle hatte, vor allem so bei Süßigkeiten, wo man auch nicht unbedingt sieht, dass da vielleicht Milch drin ist. Also so das erste Jahr war schon noch eher so eine Übergangsphase für mich. Das muss man, finde ich, auch dazu sagen, einfach um realistisch zu bleiben. Genau, aber ich habe nie an dieser Entscheidung gezweifelt, und das immer auch komplett so verfolgt. Genau. Aber Und wenn du zwischendurch, also als Kind, als Jugendlicher schon mal eher so eine vegetarische Phase hattest, das waren aber auch ethische Gründe, also Tierrechtsgründe. Auch da hattest du dich mit dem Thema Tier auseinandergesetzt und hast auf der Grundlage dann gesagt, ich möchte jetzt vegetarisch leben. Oder wie kam es dazu? Ich habe mich da ehrlich gesagt sehr wenig mit beschäftigt. Und ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, also wenn ich irgendwie selber mehr gewusst hätte, wo ich Dinge rausfinden kann, oder wenn jemand mir diese Information gegeben hätte, dann wäre ich da vielleicht auch dabei geblieben. Bei mir war das so, dass wir im Unterricht, wie heißt denn das noch? Das ist auch so eine Doku, ich glaube Super Size Me. Da geht es eigentlich um Fast Food. Aber an einer Stelle wird irgendwie gezeigt, wie die Küken halt zu Chicken McNuggets verarbeitet werden. Und das, also ich weiß nicht so genau, ich glaube, ich hatte vorher einfach nie darüber nachgedacht, dass was ich esse, ein Tier ist, das mal gelebt hat und das auch gerne weitergelebt hätte und dass ich doch Tiere eigentlich mag, also und die dann zu essen ja irgendwie nicht so richtig gut zusammenpasst. Genau, und also das war, glaube ich, der erste Moment, wo das Ganze wirklich herausgefordert wurde und wo ich das dann nicht mehr ja, ignorieren konnte, nicht mehr ausblenden konnte. Jetzt bist du ja im Gegensatz zu mir noch lange nicht so lange aus der Schule wie ich. Das hast du ja noch nicht so ganz lange abgeschlossen. Würdest du im Nachhinein sagen, dass du dir gewünscht hättest oder dir wünschen würdest, dass solche Filme wie Cospiracy, Seaspiracy oder Dominion, dass sowas in der Schule gezeigt wird? Ich finde, das ist ganz schwierig, weil diese Filme auch alle Teile haben, die auch das Potenzial haben, traumatisch zu sein. Also Bilder zu sehen, wo Tieren Leid zugefügt wird oder wo Tiere getötet werden. Dann können alle Menschen, aber eben auch Kinder und Jugendliche unterschiedlich gut umgehen. Und man muss natürlich auch da den Entwicklungsstand beachten. Ich glaube, man kann auch schon mit jüngeren Kindern und auch Jugendlichen das Ganze thematisieren, auch eben altersangemessen. Aber ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass man ausgerechnet jetzt diese Dokus unbedingt zeigen muss. Also Dominion schon mal gar nicht, aber auch bei Seaspiracy und Cowspiracy, die sind ja Stellen drin. Also ich erinnere mich bei Cowspiracy zum Beispiel an die Stelle, wo der Kip Anderson dann das Huhn schlachten soll oder er sich so überlegt hat, dass er das ja tun, also können müsste, wenn er weiter Fleisch essen will. Und er das dann halt nicht kann und dieses Huhn mit ihm auf dem Beifahrersitz wegfährt. aber auch da sieht man ja, wie
wie eben diesem anderen Huhn, das vorher geschlachtet wird, ja, wie es umgebracht wird. Ja gut, aber ich meine, dann sollten wir in dem Zusammenhang jetzt vielleicht einfach nochmal auf den Film The End of Meat ganz kurz hinweisen. Ein wunderbarer Film von Marc Pirschel, der gänzlich ohne diese Szenen auskommt, der das Thema auch gut anpackt, aber halt nicht diese grausamen Szenen mit drin hat, weil wir alle... Das heißt, wir alle, aber viele von uns kennen das Video von Vegan ist ungesund, wo eine Gruppe junger Menschen, ich glaube, alles junge Frauen, sich Dominion gemeinsam angucken. Zählt man die Köpfe durch, weiß man, dass das nicht alle ganz geschafft haben. Also am Ende sitzen nicht mehr so viele Leute in dem Raum wie zu Beginn. Von daher gebe ich dir natürlich recht, aber es braucht natürlich vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, ja, in den Klassen darauf aufmerksam zu machen. Abgesehen davon finde ich es natürlich mega pervers, dass wir letztendlich keinen Film darüber zeigen können, wie unser Essen entsteht. Ja, das auf jeden Fall. Und da muss man krasserweise sagen, also wie mein Brokkoli wächst, das kann ich einem Dreijährigen zeigen. Also das ist überhaupt kein Problem. Also von daher sollte man sich auch da mal Gedanken drüber machen. Ja, auf jeden Fall. Wie hat dein Umfeld reagiert? Aussage so, ich meine, 2017, im Übrigen bei mir in etwa gleiche Datum. Du sagst, so, ab 1. März, Johanna ist vegan. Ja, ich hatte es tatsächlich, ich hatte tatsächlich genau davor Angst, also vor der Reaktion. Das hat ja auch niemand kommen sehen. Also ich glaube, meine Familie war ganz froh, dass ich, nachdem ich halt 1,5 Jahre Vegetarierin gewesen war, dann wieder zurückgekehrt bin und auch dann wirklich komplett wieder überzeugte Fleischesserin war. Und weil das natürlich schon kompliziert ist. Und das kam ja dann wirklich so vom einen Tag auf den anderen. Und ja, ich habe tatsächlich erstmal gesagt, um mich selbst da auch ein bisschen zu schützen, ja, ich mache das jetzt mal für einen Monat, weil ich bin irgendwie neugierig und ich möchte halt das gerne mal ausprobiert haben, damit ich halt nicht so komplett diesen Gegenwind kriege, sondern das hat dann auch geholfen, weil sie haben dann gesagt, ja, okay. Ja, dann probier das mal den Monat aus und danach kannst du ja dann wieder normal essen. Und in mir drin wusste ich aber, also habe ich damals schon gemeint zu wissen, dass das was ist, was ich mein Leben lang machen werde, weil ich einfach direkt wusste, dass, also ich hätte das nicht nochmal wieder so wie, als ich Vegetarierin gewesen war, nochmal wieder so verdrängen können. Also die Infos, die ich dann hatte und die Bilder, die ich gesehen hatte, waren halt viel tiefgehender. Und deswegen, also ich habe mich da so selber ein bisschen geschützt und hatte dann auch den ersten Monat, in dem ich das so in Ruhe für mich ausprobieren konnte und mich ein bisschen reinfinden konnte. Und danach habe ich dann gesagt, nee, ich bleibe jetzt übrigens dabei. Aber dann war ich auch schon so weit, dass ich eben sagen konnte, ja, aber Kuchen backen kann ich so und das kann ich so und auch eben schon mehr Informationen hatte, um meine Meinung dann auch besser vertreten zu können. Und es ging dann tatsächlich ganz gut, weil ich relativ bald, nachdem ich dann vegan geworden war, ausgezogen bin bei meinen Eltern, also ich hatte davor schon alleine gelebt, musste aber nach dem Ausland für einen Monat nochmal einziehen, übergangsweise. Und da war es natürlich dann die ersten paar Tage schwierig, als ich auf einmal vegan geworden bin. Aber sobald ich dann wieder selber gekocht habe, alles und selber eingekauft habe, muss ich sagen, ging das eigentlich relativ gut. Schwierig war es aber tatsächlich, weil in meinem Freundeskreis niemand sonst wirklich vegan war. Also ich habe einen sehr langjährigen Freund, den ich selten sehe, der schon ganz früh vegan geworden ist, dem ich immer nicht zuhören wollte. Aber ansonsten, also auch mit denen, die ich häufiger sehe, war da niemand dabei. Und das war schon ein bisschen einsam, muss ich sagen. Also auch wenn man die Überzeugung hat und man weiß, man ist
man ist auf seinem Weg, man ist auf seinem richtigen Weg. Es ist trotzdem irgendwie schade, wenn man niemanden hat, der einen verstehen kann und mit dem man das teilen kann, der einem vielleicht auch einfach mal Tipps geben kann. Ich hatte ja nun auch irgendwie, musste erstmal alles alleine rausfinden. Genau, also ich glaube, ich hatte es ganz gut getroffen, aber es war auch nicht so einfach teilweise. Aber du sprichst da wirklich ganz, ganz viel an, was letztendlich diesen Kanal ausmacht, weil ich meine, die Intention des Kanals war es schon mit, halt zu zeigen, wie bunt die Community ist. Auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, hey, du vor dem Computer jetzt, vor deinem Handy, der das Video sieht, du bist nicht alleine. Ja, auch wenn du in einer vielleicht 500-Seelen-Gemeinde wohnst und bist gefühlt die einzige Veganerin oder der einzige Veganer. Nein, bist du nicht. Es gibt auf der Welt noch ein paar mehr und das sind die Menschen, die wir zeigen. Und du hast sehr schön nochmal angesprochen, warum ich auch mir die Frage nach dem Familienstand stelle, weil es schon ein Unterschied ist, ob ich für mich alleine einkaufe, für mich alleine koche oder ob ich das halt in der Gemeinschaft mache. Wie gehst du heute mit der Situation um? Du hast gesagt, du wohnst in einer WG, ihr seid nicht alle vegan unterwegs. Ignorierst du das? Missionierst du noch oder lebst du einfach dein veganes Leben? Also auf jeden Fall lebe ich erstmal mein veganes Leben. genau, und ich glaube, dass das auch schon ganz viel ausmachen kann. Vielleicht jetzt nicht nur auf meine WG gesehen, sondern auch insgesamt in seinem Leben, wenn man einfach vorlebt, dass man den Käsekuchen in vegan machen kann und der dann sogar noch leckerer ist, also tatsächlich meiner Erfahrung nach. Solche Sachen oder wenn man irgendwie coole Rezepte einfach mal teilen kann und so, das habe ich gemerkt, ja, hat auch schon einen riesigen Einfluss. Ansonsten ist es so bei mir jetzt in meiner WG, dass jeder tatsächlich einfach sein eigenes Essen kocht. Und wenn dann gerade Fleisch brutzelt in der Küche, dann bin ich erstmal weg. Also das muss ich dann nicht unbedingt haben. Aber ich merke auch, muss ich ehrlicherweise sagen, dass diese alten Mechanismen, die ich früher für meinen eigenen Fleischkonsum, und den Konsum von tierischen Produkten allgemein, die ich da hatte, dass die dann auch immer noch da sind und zum Einsatz kommen, wenn ich dann irgendwie im Kühlschrank so, ja, das liegen sehe, so, dass ich das dann versuche, ganz schnell wegzuschieben, weil wenn ich darüber nachdenken würde, dann würde mich das, glaube ich, schon echt belasten, ehrlich gesagt, weil der Gedanke halt schon ziemlich krass ist, dass da ein Stück von einem Tier liegt. Genau, deswegen ist es schon auch so, dass ich versuche, ein bisschen zu ignorieren und einfach nicht so an mich ranzulassen. Und das hat für mich bisher auch immer ziemlich gut funktioniert. Aber ich wäre natürlich auf der anderen Seite auch froh, wenn ich jetzt vielleicht irgendwann mal in einer veganen WG, also komplett veganen WG lebe oder mal alleine lebe, dann wäre es natürlich auch super entspannt, das nicht haben zu müssen. Genau, aber meine WG ist da schon relativ offen für, also wirklich Probleme haben wir da eigentlich wegen des Essens nicht. Das ist ja nun mal auch dann schon mal schön, wenn du ja zumindest deswegen nicht ständig dir irgendwelche Sprüche anhörst. Ja, nein. Wobei ich heute Morgen in Gedanken einfach mal dieses Konstrukt umgestellt habe, und mir einfach eine Situation innerhalb der Familie vorgestellt habe oder auf einer Feier, auf einer Party, wo du diese üblichen Sprüche ja alle bekommst, unter Umständen am Buffet. Wie, du isst kein Fleisch? Das könnte ich ja nicht. Wie, und du, was nimmst du denn zusätzlich? Und was sind da für Inhaltsstoffe drin? Und jetzt mach dir einfach mal den Spaß und dreh den Spieß mal um und stell dir diese Situation vor. Wie, du isst noch Tiere? Könnte ich ja nicht. Und was da alles drin ist, also wenn ich mir vorstelle, die ganzen Antibiotika in den Tieren. Echt, und sowas isst du? Und in die Richtung mal spinnen. Und vielleicht muss man tatsächlich
irgendwann auch mal ein bisschen proaktiv sein und das Spiel wirklich von der anderen Seite spielen und sagen, okay, weißt du was, bevor ihr mich jetzt permanent nervt, mache ich es mal umgekehrt so ein bisschen. Aber das war heute Morgen so eine Geschichte. Also ich kann ja dann auch selber über mich lachen, wenn ich mir solche Dinge dann erzähle. Also von daher, das aber mal nur so ganz am Rande von meiner Seite. Du hast allerdings dann etwas anderes gemacht. Du hast gesagt, okay, wenn in deinem direkten Umfeld jetzt vielleicht nicht gerade die Veganerinnen und Veganer sind, wenn da nicht gerade die Tierschützer sind, dann suchst du dir welche. Ja. Und da wird es jetzt gerade sehr, sehr spannend. Da sind wir jetzt nämlich bei dem ersten Punkt. Wie ging es bei dir mit den Tierrechten los und welche Menschen hast du da kennengelernt? Ja, also ich glaube, also es ist jetzt schon echt eine ganz schöne Weile her. Das war dann ungefähr ein Jahr später, 2018, dass ich einfach, glaube ich, mal auf Facebook geguckt hatte. Ich meine, so diese großen Gruppen, die es eigentlich in den meisten größeren Städten gibt, bei uns Bremen vegan und Bremen ist vegan, da bin ich, glaube ich, einfach mal beigetreten, um mal zu gucken, was da so los ist. Und habe dann gesehen, dass es tatsächlich AktivistInnen gibt in Bremen, die eben für die Tiere auf die Straße gehen. Und fand es halt total cool und ansprechend und dachte so, ah ja, und du kannst dann auch endlich mal andere Leute kennenlernen, die halt auch vegan leben und dann bist du nicht mehr die komische Veganerin und musst nicht bei jedem Essen darüber reden, sondern du kannst mal über andere Dinge reden und auch ohne, dass irgendwie auf dem Teller gegenüber irgendwas nicht so Schönes liegt. Und das, ja, da war ich dann sehr neugierig und habe mich erstmal nicht so richtig getraut, dahin zu gehen, weil ich dachte so, oh, du bist ja noch nicht so lange vegan, also erst ein Jahr, was man halt dann so denkt. Und du weißt auch gar nicht genug, um da jetzt irgendwie auf die Straße zu gehen und aktiv zu werden. Aber irgendwann habe ich das dann trotzdem einfach mal gemacht und war dann bei einem Cube of Truth. Und dachte so, ja, du kannst ja eigentlich erstmal dann da so eine Maske tragen und musst dann gar nicht mit den Leuten reden, aber kriegst du mit, was die anderen machen. Der Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Innerhalb der ersten halben Stunde von diesem Cube hatte ich schon mein erstes Outreach-Gespräch, was nicht so ganz geplant war, aber ich stand da halt und wollte mir es eigentlich selber angucken und dann kam ein Passant und hat mich angesprochen und dann konnte ich natürlich jetzt auch nicht sagen, ich weiß nicht, sondern habe mein Bestes einfach gegeben, dann mit der Person zu sprechen. Ja, und ab dann war ich halt ab und zu dabei bei Anonymous for the Voiceless, aber dann auch noch bei anderen Gruppen. Also gerade am Anfang wollte ich mir eigentlich jede Gruppe mal so ein bisschen ansehen, also oder die meisten zumindest, und mir einen Überblick verschaffen, was es alles gibt. War dann auch noch bei Peter 2, also dem Street Team hier in Bremen. Und ich glaube, Animal Safe oder so. Aber die aktivsten sind halt hier wirklich Anonymous for the Voiceless und Peter 2 gewesen, zu dem Zeitpunkt zumindest, meine ich. Genau. Und dann bist du bei Peter 2 hängen geblieben. Und jetzt, ja. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal klären, wieso Peter 2? Peter, warum gibt es jetzt Peter 2? Was ist das? Vielleicht kannst du mal ganz kurz die Unterschiede erklären. Ja, das ist auch gar nicht so kompliziert. Also Peter 2 gehört zu Peter und ist einfach nur die Jugendkampagne. Das heißt, die Zielgruppe ist eine andere und die Herangehensweise ist dementsprechend auch ein bisschen anders. Also von Peter 2 gibt es dann eben auch die erwähnten Street Teams, was eben Gruppen von AktivistInnen sind. Und es gibt noch mal ein bisschen andere Materialien. Genau. Und ich werde schon mal darauf hinweisen, wir packen das natürlich alles in die Shownotes. Es gibt auch sogar noch ein Peter, ich sage jetzt mal vereinfacht 3. Das ist nämlich dann eher für die etwas Älteren. Auch da, ja. Aber ich glaube, das heißt Peter... Ja, 50 plus meine ich. Und Peter Kids
gibt es natürlich auch noch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Peter? Peter Kids gibt es natürlich auch noch. Okay. Wobei ich auch sagen muss, also bei uns im Street Team, auch wenn es die Jugendkampagne ist, ist natürlich jeder willkommen und jede. Also es ist nicht so, dass es da irgendwie eine Altersbegrenzung nach oben hin gibt. Also da ich mich ja noch sehr jung fühle, könnte ich dann bei euch durchaus mitmachen. Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Klingt natürlich sehr gut. Aber dann gehen wir jetzt ein bisschen rein. Was machst du? Also du bist bei Peter 2 aktiv. Was macht ihr? Abgesehen vielleicht von den Cubes, die du gerade schon angesprochen hast. Also die Cubes, die sind tatsächlich nicht von Peter 2 und auch nicht gewesen damals, sondern von Anonymous for the Voiceless. Genau, und das inzwischen gibt es das in Bremen auch gar nicht mehr, sondern die haben sich losgelöst von Anonymous for the Voiceless und sind jetzt Animals Voices. Genau, da war ich dabei und bin ich auch immer noch ab und zu dabei. Und genau, bei Peter 2 war ich dann mal bei einem Stammtisch und wollte eigentlich erst mal gucken, kannte die damalige und auch immer noch Leiterin schon ein bisschen. Und die hat mich dann wirklich ganz kurz darauf auch schon gefragt, ob ich nicht das Street-Team mit ihr gemeinsam leiten möchte. Weil da eben Bedarf war so und weil wir uns auch gut verstanden haben und sie sich das vorstellen konnte. Und dann habe ich erstmal eine Weile überlegt, aber habe dann zugesagt und seitdem machen wir eben zusammen so die Orga um das ganze Street-Team rum. Genau, und wir sind da recht frei in den Aktionen, die wir machen können. Also wir bekommen Vorschläge von Peter, aber wir können uns auch selber Sachen ausdenken, die wir irgendwie gerade wichtig finden. Und oft planen wir die Aktionen auch im Plenum mit den ganzen Freiwilligen, also den ganzen AktivistInnen aus der Gruppe und gucken eben, was beschäftigt uns gerade. Aber vielleicht kannst du einfach mal so zwei Dinge nennen. Weil du hast gerade gesagt, Cube war die andere Organisation, Street Team. Was macht ihr auf der Straße? Quatscht ihr einfach so Leute an, verteilt ihr Flyer? Wenn jetzt jemand mitmachen möchte, mit was muss der rechnen, was er dann auf der Straße erlebt? Das hängt, glaube ich, sehr von dem Street Team ab, in das man reingeht. Bei uns ist es so, dass wir vor Corona natürlich recht viele Ampelaktionen gemacht haben. Also wir haben uns Kreuzungen ausgesucht, wo recht viel los ist im Feierabendverkehr, wo aber auch eine lange Grünphase ist für die FußgängerInnen und haben uns dann dort mit Schildern aufgestellt und die eben den wartenden AutofahrerInnen gezeigt und zeitgleich eben noch Flyer an die PassantInnen, die vorbeigelaufen sind, verteilt, sind da teilweise dann auch noch ins Gespräch gekommen. Und das haben wir immer sehr erfolgreich gemacht. Also das war eine Aktion, die sich öfter wiederholt hat. Aber auch sonst Infostände auf dem veganen Sommerfest, veganer Weihnachtsmarkt, den wir hier in Bremen tatsächlich auch haben. Oder wenn irgendwie eine Messe war, wir haben hier zum Beispiel Fisch und Feines Messe, da hatten wir auch dann eine Aktion. Genau, und was wir auch im Sommer vor Corona angefangen haben, was die Sommer vor Corona, ja, war, meine ich, ich komme gerade durcheinander mit den Zeiten. Auf jeden Fall, irgendwann, als man noch Aktionen machen konnte, haben wir angefangen, Stopfleber-Demos zu machen, weil es hier in Bremen tatsächlich immer noch einige Restaurants gibt, die Stopfleber verkaufen und ich das einfach so abgefahren finde, dass man so ein Tierquälprodukt immer noch kaufen kann. Da haben wir gemeinsam mit anderen Tierrechtsorganisationen hier in Bremen auch gestanden, also auch mit dem Peter Hübner, der ja auch schon hier im Podcast war und ja mit Animals Voices hier aus Bremen auch und es war also eine gemeinsame Aktion. Und glaube ich auch echt so die erfolgreichste Aktion, die wir hatten. Und seitdem hat sich das Ganze natürlich schon sehr verändert. Also
Wir können aktuell nicht wirklich auf der Straße stehen. Wir machen aber Online-Aktionen. Wir kochen zum Beispiel und treffen uns dann, um uns gegenseitig die Gerichte vorzustellen mit einem gemeinsamen Motto. Oder machen Online-Spieleabende, machen Webinare und sowas, um uns auch einfach ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Genau. Und versuchen eben am Ball zu bleiben, bis wir dann endlich wieder auf der Straße stehen können. Sehr, sehr schön. Also das werden wir unten alles verlinken in den Shownotes. Nehmt da gerne Kontakt auf, weil man sieht gerade auch in Corona-Zeiten, es ist was möglich. Und ich habe gerade so aufgelacht, weil wir ja von Laufen gegen Leiden gestehen müssen. Die Aktion mit Spiele haben wir ja ein bisschen von euch übernommen. Das hat Ja. der Malte ja initiiert. Und einmal im Monat spielen wir jetzt auch unser Pub-Quiz, das Malte immer vorbereitet, also das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Das haben wir von euch übernommen. Von deiner Arbeit auf der Straße, und ich sehe das wirklich auch mal als Arbeit, das ist ja wirklich etwas, das zielführend gemacht wird, nicht nur als reine Freizeitbeschäftigung. Kannst du vielleicht so zwei, drei Dinge sagen, die dich besonders berührt haben? Sei es in der Form, dass du sagst, Mensch, das war jetzt wirklich mal ein tolles Gespräch, da habe ich mal wirklich ein positives Feedback bekommen. Oder auch in die andere Richtung, dass du sagst, das war wirklich eine harte Nummer, da hat mich jemand so dermaßen angepupst. Also das brauche ich eigentlich nicht nochmal. Ja, ich glaube, beides ist dabei gewesen, und natürlich viel in der Mitte. Also, ich glaube, immer schön ist es, wenn man merkt, dass irgendwie bei den Leuten ankommt, warum man da steht und wenn sie sich dann auch dafür interessieren und mit einem ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass jemand da war, der gesagt hat, oha, dann werde ich jetzt vegan. Das hat sich persönlich bei mir jetzt noch nicht, aber bei anderen AktivistInnen, die ich halt kenne, aber ganz viele, die meinten, boah, ey, das will ich jetzt eigentlich nicht so wirklich weiter unterstützen und ich mache mal irgendwie, ja, wage mal irgendwie den Einstieg überhaupt erst in das Thema. Das ist ja auch schon ein sehr wichtiger Schritt, der dann ja auch noch weiterführen kann. Aber also davon hatte ich schon einige Augenblicke, dass ich so dachte, okay, hier wurde jetzt einfach schon mal ein sehr wichtiger erster Schritt gemacht. Und auch wenn man dann nicht erfährt, wie es weitergeht, glaube ich, kommen ja immer noch mal wieder Erlebnisse, wo man vielleicht eine Doku im Fernsehen sieht oder man redet noch mal mit einem Freund oder einer Freundin und dann ja, festigt sich das vielleicht auch immer mehr und dann kommt irgendwann doch der Punkt, wo man ja den Schritt dann weitergeht. Aber ich hatte das auch schon, dass ich ziemlich angeschrien wurde. Da habe ich einen Redebeitrag gehalten vor der Galopprennbahn hier in Bremen, also eigentlich ehemaligen Galopprennbahn, weil da hatten dann vorher zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre keine Pferderennen mehr stattgefunden. Aber dann gab es halt doch mal wieder eins und es ging auch so ein bisschen darum, wie wird das Gelände jetzt weiter genutzt. Genau, und da waren eben auch viele, viele Pferdeleute und denen hat das natürlich gar nicht gepasst, dass wir da standen und dass wir da uns auch so lautstark geäußert haben. Also es war natürlich nicht super laut, aber halt so, dass man uns hören konnte, wenn man das Gelände betreten hat und dass die Leute halt an uns vorbei mussten. Und das war schon sehr unangenehm für mich, weil ich auch so dachte, also ich verstehe ja die Wut auch. Ich kann das natürlich nachvollziehen, aber ich glaube, ich würde niemals einen wildfremden Mensch oder überhaupt irgendeinen Menschen so anschreien und so hart beleidigen. Also man wird halt auch irgendwie so mit den dunklen Seiten der Menschheit und ja, des zwischenmenschlichen Verhaltens konfrontiert als Aktivistin. Genau. Aber ich glaube, so die auch, also vielleicht nochmal zu den schönen Sachen zurück, auch sehr schöne Erlebnisse hatte ich. Ja, vielleicht gar nicht so, wenn ich auf der Straße stand, nicht nur, sondern auch eben im Kontakt mit meinem privaten Umfeld.
die ja am Anfang zum Großteil sehr resistent waren, aber dann halt über die Jahre hinweg sich halt schon auch immer mehr dafür interessiert haben, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache und ja auch gesehen haben, dass es für mich irgendwie funktioniert. Und da habe ich dann auch gemerkt, auch wenn ich das selber gar nicht so wahrgenommen habe zu der Zeit, dass ich für viele aus meinem Umfeld da auch ja, eine Inspiration sein durfte, eben auch selber erste Schritte in die Richtung zu gehen oder vielleicht sogar vegan zu werden. Und da hatte ich dann natürlich die Gelegenheit, auch mal zu sehen, wie es dann weitergeht, nachdem man vielleicht das erste Gespräch über das Thema geführt hat oder die ersten Gespräche und auch zu sehen, dass das Prozesse sind, die sehr lange dauern können, über mehrere Jahre, aber wo die kleinen Gespräche, die man geführt hat, halt doch super viel bewirken können. Ja, das klingt natürlich sehr, sehr toll und natürlich machen wir das Ganze auch, um ein bisschen Werbung zu machen für solche Aktionen, aber natürlich auch für solche Organisationen. Wir hatten jetzt ja auch die Folge mit der Sophia von Ariva. Hanna war schon mit dabei von Ariva. Also wir packen da mal mehr rein. Schaut da einfach mal, was in eurem Ort, in der Nähe, in der Stadt möglich ist. So ein bisschen war es aber jetzt ja auch deine Inspiration, nicht nur fürs Tierwohl etwas zu machen, sondern auch einfach mal Menschen kennenzulernen, die ähnlich ticken. Ist es aufgegangen? Hat es funktioniert? Ist es so, dass du auch über die Organisation hinaus Menschen gefunden hast, mit denen man vielleicht mal ein Weinchen zusammen trinkt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch über den Tierrechtsaktivismus neue Freunde und Freundinnen gefunden. Genau, also da sind schon auch wirklich Freundschaften entstanden. Und ich habe auch selber so gemerkt, man zieht auch mehr, also ich ziehe mehr Leute an, die dann ähnliche Ansichten haben. Was auf der einen Seite natürlich auch teilweise problematisch sein kann, wenn man sich nur in seiner eigenen kleinen Bubble bewegt. Aber was auch wieder sehr angenehme Seiten hat, wenn man eben weiß, dass man da auf, ja, auf einer ähnlichen Wellenlänge ist. Genau, aber das, also der Schritt da rein, irgendwie andere VeganerInnen kennenzulernen und auch TierrechtsaktivistInnen, das war auf jeden Fall durch den Aktivismus selbst. Okay. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr inspiriert. Und also mein erster Cube steht noch aus. Das habe ich Sophia jetzt versprochen. Bin jetzt bei einem der nächsten auf alle Fälle mit dabei, wenn es jetzt hier in Münster wieder stattfindet. Möchte mich da auch ein bisschen engagieren. Und wo wir bei engagieren sind, kommen wir jetzt zu den Tauben. Denn du hast gesagt, du möchtest nicht nur über die Tiere informieren, sondern du möchtest auch aktiv etwas machen und du hast dir Tauben ausgesucht. Erzähl Ja. mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, also in Bremen haben wir einen Stadttaubenverein, also gibt es ja in ganz vielen Städten. Und ich fand die Arbeit von dem Verein schon immer richtig klasse. Also das heißt schon immer, seit ich über das Thema Bescheid weiß, richtig gut und richtig wichtig. Das ist, glaube ich, selbst in veganen Kreisen oder AktivistInnenkreisen ein Thema, das ja nicht allen wirklich bekannt ist und die Bedeutung auch nicht wirklich allen bekannt ist. Aber mir blieb es dann zunächst erstmal bei dieser Sympathie, die ich hatte. Also ich bin dem Verein auf jeden Fall beigetreten, aber ich war da erstmal nicht unbedingt aktiv dran beteiligt. Aber dann kam Corona und Aktivismus auf der Straße war nicht mehr so wirklich möglich. Also irgendwie so dieses Gefühl, aktiv was tun zu können und für die Tiere einzustehen, das hat mir doch sehr gefehlt und fehlt mir auch immer noch, weil Online-Aktivismus nicht dasselbe ist und eben auch, also für mich ist es sehr schwer, da überhaupt mit Leuten in Kontakt zu kommen, die nicht selber schon vegan leben. Dann habe ich aber einen
ja, eine Art kleinen Hilferuf gelesen, eben von dem Verein. Und darin wurde eben, das war auf Facebook, wurde eben beschrieben, dass halt händeringend Leute gesucht werden, die sich aktiv einsetzen möchten. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz häufig so. Also an alle schon mal, die sich für das Thema interessieren und die sich vorstellen können, da ein Ehrenamt zu übernehmen. Ich glaube, da wird man immer mit Kusshand genommen. Und genau, es wurden Leute konkret gesucht, die füttern können. Also die Tauben regelmäßig an einem Termin in der Woche oder vielleicht auch mehreren eben mit Körnern versorgen können, damit die Tauben nicht verhungern. Und also das war dann erstmal auch nur für den Lockdown. Wir dachten ja alle, das dauert vielleicht nicht so lange. Und dann habe ich erst noch ein bisschen überlegt, aber das dann tatsächlich, also jetzt auch nicht direkt zu Anfang von Corona angefangen, aber eben um den Jahreswechsel, also ich würde sagen vor ungefähr einem halben Jahr. Und seitdem füttere ich eben regelmäßig eine große Fütterungsrunde in der Woche und eine kleinere. Und da müssen wir jetzt sofort aktiv werden, weil der eine oder andere hier, wer unseren Kanal abonniert hat, natürlich wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht auch noch nicht ganz so doll informiert ist, wie du es gerade schon angesprochen hast. Warum müssen Tauben in der Stadt gefüttert werden? Warum gibt es überhaupt eine Taubenproblematik? Und warum haben Tauben ein so dermaßen schlechtes Image, so wie wir es am Anfang angesprochen haben? Steigen wir da mal ein bisschen ein. Fangen wir erstmal damit an, warum brauchen Tauben Hilfe? Ja, das ist, glaube ich, auch schon der entscheidende Punkt, wo ja ganz viele Leute erstmal die Infos fehlen, weil dann würde sich nämlich, glaube ich, auch die Sicht auf die Tauben verändern. Es ist nämlich so, dass Tauben in den Städten ganz schön in Not sind. Also ich spreche hier nicht von allen Tauben. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten. Ich spreche hier von Stadttauben. Und Stadttauben sind na die Nachfahren von Zuchttauben. Also verwilderte, ja, Haustiere, um das böse Wort zu sagen. Also eigentlich domestizierte Tiere. Und genau, das ist schon mal der Punkt, was viele, glaube ich, nicht wissen. Also einige sind Brieftauben oder eben die Nachfahren von Brieftauben oder es sind auch immer wieder Hochzeitstauben dabei, also entflogene, ja, generell gezüchtete Tauben. Genau. Und daher kommen quasi diese Tauben, die wir hier jetzt in der Stadt sehen. Wenn man durch die Innenstädte läuft, dann sieht man sie ja überall. Die muss man aber unterscheiden von zum Beispiel den Ringeltauben, die auch in der Stadt leben, meistens in so ganz lichte bewaldeten Parks oder auch in größeren Hinterhofflächen. Die sind etwas größer und haben auch so einen weißen Ring um den Hals. Das sind Wildtiere, die kommen alleine klar. Um die muss man sich auch nicht so große Sorgen machen, außer wenn sie natürlich irgendwie verletzt sind. Aber bei Stadttauben ist es eben so, dass sie nicht alleine klarkommen, weil sie in den Städten eben nichts zu fressen finden. Ist auch eigentlich logisch, weil man sieht jetzt hier auf den Straßen nicht so viele Körner rumliegen. Und genau das wäre es eben, was die Tauben eigentlich bräuchten, um sich artgerecht ernähren zu können. Das heißt, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, die Tauben sind durch den Menschen in diese Lage gebracht worden, indem sie eben wie Straßenhunde und Katzen sich selbst überlassen worden sind. Und genau wie Straßenhunde und Katzen in anderen Ländern sind sie eben, oder auch tatsächlich in Deutschland, sind sie hier eben auch in der Not, sich nicht richtig versorgen zu können. Und man muss ganz klar an dieser Stelle sagen, das ist der Grund,
warum sie auf Hochdeutsch jeden Scheiß fressen. Die haben Hunger. Ja. Es ist nicht so, dass die sich, ich sag mal, die Burgerreste ausgesucht haben als, naja, das ist jetzt mein Highlight der Woche. Ich möchte jetzt auch mal so einen Burger essen. Sondern die haben für ihr, die haben keine spezifische, für sie angepasste Nahrungsmöglichkeit. Und darum fressen sie vor lauter Hunger alles, was quasi auf den Boden fällt. Ja. Ja, genau, das ist es. Also, ja, was auch immer dort liegt, auch Zigarettenstummel oder was weiß ich, Erbrochenes. Wenn man weiß, dass die Tiere selbst sowas schon fressen, dann muss einem ja auch klar sein, dass die Not schon sehr groß sein muss. Und ich finde, man sieht den Tauben das auch nicht immer an. Also wenn sie dann in der Ecke sitzen und aufgeplustert sind und so, okay, dann erkennt man schon, es geht ihnen nicht gut. Aber wenn man sie so auf der Straße sieht und das nicht weiß, dann sieht man vielleicht auch gar nicht, wie hungrig diese Tiere eigentlich sind. Aber wenn man in der Innenstadt ist und dort Tauben auf dem Boden suchen sieht, wie sie rumlaufen und eben nach Nahrung suchen, das ist eben genau das, was sie machen, weil sie Hunger haben. Die laufen den ganzen Tag durch die Innenstädte, um eben kleinste Brotkrümelchen, Müll oder irgendwas zu finden, um diesen Hunger zu stillen. Das machen sie letztendlich in der Stadt, weil sie, wenn ich richtig informiert bin, ich werde unten noch ein paar Links auch zu den Tauben mit reinpacken, weil sie eigentlich letztendlich von der Evolution her aber Nachfolgen der Felsentauben sind und eigentlich nicht an den Wald und an die Bäume gewöhnt sind, sondern darum auch gerade da unter Brücken etc. auf kleinen Simsen sich da aufhalten, weil das Felsige eigentlich ihre natürliche Umgebung ist und natürlich die Innenstadt dem am nächsten kommt. Weil nicht jeder hat hier im Prinzip große Gebirgs- oder Steinmöglichkeiten. Ja, genau. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum viele Tauben eben in den Städten landen. Sie haben ja, finden hier auch viele Brutmöglichkeiten. Tauben, also Stadttauben, können keine Nester in Bäumen bauen. Die sind nicht so die allerbesten NestbauerInnen, sondern die suchen sich eben so kleine Felsvorsprünge oder was dem ähnlich sieht und legen dort ein paar Zweige übereinander und genau das sind dann die Nester. Was ich mir auch vorstellen könnte, aber nicht 100% weiß, ist, dass auch einfach die Nähe zu Menschen, die sie als eigentlich domestizierte Tiere ja auch irgendwie immer in den letzten Jahrtausenden gehabt haben, dass das auch ein Punkt ist und natürlich, dass sie hier dann auch noch am ehesten Nahrung finden, wenn auch keine artgerechte Nahrung, aber eben den Müll, den sie sich dann noch von der Straße aufsammeln können. Ja, genau. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt. Es sind Zuchttiere gewesen und sie sind natürlich auf eine größere Population gezüchtet werden. Das heißt, sie legen theoretisch 7 oder um die 7 Mal im Jahr können sie Eier legen, brüten. Auch das ist rangezüchtet. Auch das Problem ist menschengemacht. Ja, genau das ist es nämlich. Es gibt ja in vielen Städten Fütterungsverbote, weil gesagt wird, ja, das geht ja nicht, dass die Tauben gefüttert werden, weil dann kriegen die mehr Nachkommen oder pflanzen sich überhaupt erstmal fort und dann haben wir hier noch mehr Tauben. Und da sieht man schon, dass das Problem noch gar nicht richtig verstanden wurde, denn die Tauben sind eben keine Wildtiere und pflanzen sich das ganze Jahr über fort, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast. Ich habe schon unterschiedliche Zahlen gehört, 7-mal, 8-mal, 9-mal im Jahr, auf jeden Fall viel. Auch wie gesagt, im tiefsten Winter hört man die Küken in den Innenstädten, auch bei uns hier, fiepen. Wenn man da mal drauf achtet, dann kann man dann tatsächlich ganz gut hören, wo die Taubenbabys sind. Ja, und da ändert das Nahrungsangebot überhaupt nichts dran. Das heißt, es gibt nicht mehr Tauben, nur weil sie von barmherzigen Menschen, die Futter bringen, gefüttert werden, sondern man vermindert damit einfach nur das Leid der Tiere, die dann eben nicht mehr halb verhungernd
über die Straßen laufen müssen auf der Suche nach Futter und vielleicht elendlich verhungern oder verdursten. Man nimmt ihnen einfach diesen Stress, die ganze Zeit über die Straße laufen zu müssen, aber die Babys, die Küken bekommen sie sowieso und trotzdem noch. Und, genau. Und da macht es ja letztendlich, und das weiß ich von der Susanne, die von Laufen gegen Leiden, habe ich Susanne kennengelernt, die aktiv bei der Taubenhilfe in Moers mitarbeitet. Ich werde das nochmal genauer nachgucken, werde ich unten verlinken. Die haben einen Taubenschlag, wo die Tauben hinkommen, denn Tauben sind sehr ortsfixiert, wo sie denn dann eine Möglichkeit haben zu brüten. Und eine der Aufgaben, die Susanne hat, ist es, die Eier gegen Gipseier auszutauschen, um denen also das Brutgehabe zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite so auf einem relativ einfachen Weg, nur durch das Austauschen der Eier, die Population eher geringer zu halten. Was natürlich viel, viel mehr Sinn macht, als Tiere verhungern zu lassen. Weil ja. Hast du gerade ja schon gesagt, das funktioniert sowieso nicht. Nee, das funktioniert sowieso nicht. Und tatsächlich so einen Taubenschlag, wie du ihn gerade beschrieben hast, den wünschen wir uns hier in Bremen auch. In einigen Städten gibt es sowas schon. Recht bekannt ist da das Augsburger Modell. Und die machen das, glaube ich, schon seit 20 Jahren oder so und sind damit eben sehr erfolgreich und können eben genau diese Geburtenkontrolle auch die Population wirklich senken, während eben andere Maßnahmen wie Fütterungsverbote oder einfach auch nur Vergrämungsmaßnahmen wie irgendwelche Netze oder Stacheln oder auch Tötungsaktionen halt wirklich überhaupt nichts bringen. Also das, die eben nicht nachhaltig etwas bringen. Und das Gute ist, glaube ich, also die gute Nachricht ist schon mal, dass eben so ein getreuter Taubenschlag, wo die Tiere gefüttert werden, wo die Tiere ihre Nester haben, wo man die Eier dann austauschen kann, wo man eben auch, ja, wo man den Kot dann entsorgen kann, wo eben der Großteil des Kots dann verbleibt, dass das eigentlich eine Win-Win-Situation oder eine Lösung ist, die eigentlich Win-Win ist. Denn die Tauben wollen eigentlich genau nur das satt sein und einen sicheren Ort haben, wo sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin in Ruhe brüten können und leben können. Die wollen auch nicht die ganze Zeit über die Straßen rennen. Die sind eigentlich viel lieber in so einem Taubenschlag. Und auf der anderen Seite eben auch für die vielen Menschen, die sich von Tauben aus Gründen gestört fühlen, weil sie vielleicht an der falschen Stelle sitzen und, keine Ahnung, das Auto vollkoten oder irgendwie sowas. Oder gerade in den Innenstädten auch die Geschäfte, dass eben auch da Taubenschläge sehr viel helfen, weil die Tauben gar nicht mehr so viel in der Stadt unterwegs sind. Sie haben ja auch keinen Grund mehr dazu, weil sie nicht mehr nach Futter suchen müssen. Und die Tauben verschwinden auch deswegen dann eben mehr aus dem Stadtbild und werden durch die Geburtenkontrolle langfristig eben auch weniger. Natürlich kommen auch immer wieder neue Tauben nach, denn es gibt nach wie vor viele TaubenzüchterInnen und auch viele Menschen, die mit ihren Tauben an Wettflügen teilnehmen. Und bei diesen Wettflügen ist eine sehr hohe Rate von Tauben, die eben nicht wieder am Ziel ankommt. Vielleicht kurz als Hintergrund, die Tauben werden dabei hunderte Kilometer von ihrem Taubenschlag, also von ihrer Heimat, sind ja ortstreue Tiere, ausgesetzt und sollen eben nach Hause zurückfliegen. Und die Strecken sind eben so weit und der Flug so beschwerlich, dass etwa 53% der Tauben nicht zurückkehren und auf dem Weg eben sterben aufgrund von Verletzungen, Dehydration,
oder in den Innenstädten stranden, weil sie halt ja einfach nicht mehr können und dort eben dann auch ja eben wieder neue Tauben nachkommen in die Stadttaubenpopulation. Genau, das heißt, die Taubenschläge wären so die eine Seite, auch erstmal ein sehr wichtiger Schritt. Die andere Seite wäre aus meiner Sicht aber auch, sich Gedanken über dieses Hobby des Brieftaubensports zu machen, weil da eben auch einfach mit Tieren so umgegangen wird, als wären es Objekte. Und ja, es in Kauf genommen wird, dass eben 53% der Tiere eben elendig sterben oder weit weg von ihrer Heimat und von ihrem Partner oder ihrer Partnerin, das sind ja Tiere, die sich ein Leben lang treu sind, stranden und nie wieder nach Hause zurückkehren können. Ja, also ich meine, das mit dieser hohen Zahl habe ich auch nicht gewusst. Also das ist jetzt nochmal, also es gibt da wirklich sehr, sehr viel, was man, glaube ich, nicht weiß. Und du hast ein Wort gerade schon häufiger angesprochen und das ist das Thema Kot. Ja, auch die Tauben müssen natürlich etwas wieder rauslassen. Und dieser Kot steht ja im Verdacht, oder man sagt es immer wieder, dass er sehr, sehr ätzend sei und dass er sehr viel kaputt machen würde. Und auch da habe ich im Vorfeld schon, weil ich wusste ja, dass wir die Folge heute machen, dass wir darüber sprechen wollen, etwas rausgesucht. Das werde ich euch unten verlinken. Und zwar gibt es eine Studie der TU Darmstadt, die unterschiedlichste Baumaterialien untersucht hat, mit Kot eingerieben hat, unter Mikroskop untersucht hat und das 70 Tage lang. Und die Ergebnisse könnt ihr euch einfach mal anschauen. Und ich kann so viel vorwegnehmen, dieses Problem ist eigentlich nicht existent. Abgesehen davon, dass es natürlich nervt, wenn irgendwo Kot ist, aber auch in den Videos, die ich unten reingepackt habe, gerade bei dem Video aus Berlin ist es, glaube ich, gibt es eine Gegenüberstellung, wie viel Hundekot anfällt in Berlin im Vergleich zu wie viel Taubenkot anfällt. Und da könnt ihr dann mal schauen, wo vielleicht das größere Problem liegt. Und noch eine Sache, die müssen wir aus der Welt schaffen. Tauben sind keine Krankheitsüberträger. Das hat die Firma Rentokil, ich nenne sie jetzt einfach mal, sehr, sehr lange auf ihren Webseiten behauptet. Das hat einen Gerichtsprozess gegeben. Das ist mittlerweile, mussten sie alles von der Seite runternehmen und haben eine, unter Androhung von Strafe, dürfen sie das auch nicht mehr behaupten. Aber es ist in den Köpfen der Menschen immer noch drin, dass Tauben Krankheitsüberträger sind. Und auch dazu packe ich euch unten einen Link rein, wo auch das ganz klar bewiesen ist, dass es halt nicht so ist. Was fasziniert dich besonders an den Tauben? Und ich weiß, du hattest auch schon wirklich Berührungspunkte abseits von ich streue ein bisschen Futter. Du hast bei von mindestens zwei Aktionen, weiß ich es, bei der Taubenrettung, sage ich jetzt mal, mitgeholfen. Was fasziniert dich an den Tauben und was für Berührungen hattest du mit den Tieren bis jetzt? Ja, genau. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich zweimal in der Woche füttere, aber ich fütter tatsächlich meistens nachts, weil dann einfach die Straßen leer sind. Jetzt auch mit Corona ist das angenehmer. Das heißt, da habe ich tatsächlich keine Anknüpfungspunkte, aber ich habe schon zum Beispiel selber miterlebt, also das finde ich sehr faszinierend, dass Tauben, wie Tauben Menschen wiedererkennen. Also ich glaube, Tauben können bis zu 100 Menschen oder so unterscheiden oder sich merken, was ich sehr beeindruckend finde. Ich weiß nicht, ob ich so viel hinkriege. genau, und die, also als ich nämlich das erste Mal mit auf der Fütterrunde war, war ich natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mit einer anderen Tierschützerin. Und die ist eben tagsüber gegangen und die wurde schon von Weitem von
den Tauben gesehen und dann hat man schon, bevor überhaupt das Futter lag, kamen sie von allen Seiten. Und das fand ich unglaublich faszinierend, dass ja, bei so vielen Menschen, die in den Innenstädten ja unterwegs sind, dass die Tauben sich die Menschen merken, die auch gut zu ihnen sind. Und dann hatte ich noch einige Erlebnisse, wo ich in der Innenstadt unterwegs war hier in Bremen und eben Tauben gesehen habe, die in Not waren, also denen es offensichtlich nicht gut ging. Da kann ich auch nur alle ermutigen, die Augen offen zu halten. Es gibt ganz viele Tauben, die vielleicht einfach nicht so viel zu fressen gefunden haben, die gerade im Sommer kein Wasser gefunden haben. In den Innenstädten, wenn da die Regenrinnen leer sind, so, dann findet man da ja, also finden die Tiere in der Regel nichts mehr. Und die dann, oder die auch verletzt waren und die eben irgendwo in der Ecke saßen, von allen übersehen. Und ja, da, man erkennt es immer ganz gut, die sitzen dann da so ganz zusammengekauert und das Gefieder ist ein bisschen aufgeplustert. Wenn man sie versucht, irgendwie zu fangen, dann machen die meistens, wenn überhaupt, nur so halbherzige Versuche zu entkommen. Und da habe ich selber auch schon, ich glaube, 3 oder 4 Tauben gesichert. Und die letzte Taube, die ich gesichert habe, die war, glaube ich, für mich das, ja, also ein besonderes Erlebnis einfach. Die saß bei uns mitten auf dem Marktplatz, die Leute sind vorbeigegangen. Ich habe ein paar sagen hören, als ich da vorbeigefahren bin, ja, die sieht auch nicht gut aus, aber alle sind vorbeigelaufen. Und ich habe eben angehalten und habe sie dann mit meiner Jacke eingefangen. Und hatte sie dann eben über Nacht auch noch bei mir, weil sie nicht so schnell in eine Pflegestelle übergeben werden konnte. Und habe sie dann auch, habe sie so auf dem Arm gehabt in der Decke und dann versucht, mit einem Teelöffel ein bisschen Wasser zu geben, zumindest, dass sie da schon mal was hatte. Und ich muss sagen, dabei ist mir das erste Mal, sind mir die Augen das erste Mal so richtig aufgefallen. Und ich fand das, ja, die hatte einfach so eine unglaublich liebe Ausstrahlung. Also einfach so was von innen heraus Gutes. Und ja, und auch so diese Augenlider. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute hatten wahrscheinlich noch nicht so die Gelegenheit, so eine Taube so nah zu sehen. Aber ja, die Augenlider gehen halt von unten nach oben und haben auch so, wenn ich das richtig gesehen habe, so ganz kleine Federchen, also so Flaumen da drauf. Also wirklich unglaublich schön und einfach, also unglaublich schöne Tiere für mich und unglaublich, ja, liebe Tiere. Und also ich kann auch verstehen, dass es ein Friedenssymbol ist. Genau. Und das, also das sind, glaube ich, so die schönsten Erinnerungen, die ich bisher sammeln konnte. Kriege ich direkt eine Gänsehaut. Also das beschreibst du ganz, ganz wunderbar. Und ich kann das nur bestätigen, auch von meiner Seite aus. Ich habe hier auf meiner Terrasse meine Vogelfutterstation, wo ich sehr, sehr das ganze Jahr über Vögel fütter. Und es gibt auch 2 Tauben, die immer wieder kommen, einmal morgens, einmal abends. Und ich finde besonders faszinierend den Farbschimmer. Grün-lila Farbschimmer, dieses graue Gefieder und dann diesen Farbschimmer darauf. Ich finde es einfach nur total faszinierend. Und wir haben eingangs ja schon vom Marc Benecke gesprochen haben, da weiß ich, dem geht es genauso. Der schreibt das auch immer wieder bei Instagram. Hat immer wieder Fotos auch von den Tieren damit bei, weil er hat einfach gesagt, das ist so faszinierend, diese Tiere zu beobachten. Wenn ich hier gucke, also ich habe, man kann die Vögel da durchaus ein bisschen unterteilen. Also die Spatzen, die sind sofort weg. Kleinste Regung fliegt der ganze Schwarm weg. Die Amsel bleibt gerne schon mal sitzen. Und im Moment am mutigsten bei mir ist tatsächlich das Rotkehlchen. Also die sind sowas von neugierig. Aber
wer auch immer sofort weg ist, panisch wegfliegt, und da stelle ich mir halt immer die Frage, möchte ich nicht wissen, was sie schon erlebt haben, das sind die Tauben. Die sobald auch nur, ich meine, die sind draußen auf der Terrasse, sobald im Wohnzimmer eine Bewegung ist, sofort wegfliegen. Und das deutet halt einfach darauf hin, dass sie halt einfach Angst haben und flüchten müssen, möchten, weil sie halt so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da macht es natürlich besonders viel Mut, dass es Menschen gibt wie dich, die sagen von wegen, hey, ich gehe da raus, auch zweimal die Woche und fütter die Tiere. Wo wir jetzt gerade bei dem Futter sind und bei deinen Fütterungsaktionen sind, möchten wir, glaube ich, jetzt mal eben darauf aufmerksam machen, wo das nächste große Problem ist. Und das ist gleichzeitig auch ein Punkt, wo ihr alle unterstützen könnt, wo ihr alle mitmachen könnt. Denn du hast mir in unserem Vorgespräch mal vorgerechnet, was so eine Taubenfütterung kostet. Vielleicht magst du da nochmal abschließend ein paar Takte zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das wusste ich nämlich vorher auch gar nicht. Und das ist tatsächlich einiges, was da zusammenkommt. Weil es gibt ja einige Tauben in den Innenstädten. Wenn man mal darauf achtet, dann sieht man das auch. Das sind ganze Schwärme. Und die essen eben auch ganz schön viel, alle zusammen. Und bei uns in Bremen ist es zum Beispiel so, dass es verschiedene Plätze gibt, an denen gefüttert wird. Also sind auch immer dieselben, weil auch die Tauben sind, wie gesagt, ortstreu, bleiben an denselben Orten. Und ich füttere, wie gesagt, eine große Runde pro Woche, wo ich an vier dieser Plätze füttere. Und das ist nur ein Bruchteil von den Plätzen, die es in Bremen überhaupt gibt. Und allein bei dieser einen Tour verfüttere ich eben schon 24 Kilogramm. Dieses Futter kommt in 25 Kilogramm Säcken, wovon einer 12 Euro kostet ungefähr. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also kann man sich schon ausrechnen, allein wenn ich halt nur diese vier Plätze füttere, was da über den Monat zusammenkommt. Und ich meine, ich habe es mal so grob überschlagen, dass es für diese verschiedenen Futterplätze, oder es hat mir jemand ausgerechnet, ich weiß es nicht, ungefähr 200 Kilo am Tag sind in Bremen. Ich weiß nicht, es kommt mir gerade selber ein bisschen viel vor, aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr viel. Und ich kann auch sagen, das weiß ich von den anderen Ehrenamtlichen aus dem Stadttaubenverein hier in Bremen, da sind einige dabei, die sehr viel mehr noch machen als ich. Also sowohl was das Füttern angeht, als auch was die Pflege von kranken und verletzten Tieren angeht. Oder es gibt Leute, die fahren die Futtersäcke vom Laden zu den Leuten oder fahren kranke Tiere zum Tierarzt oder irgendwas. Und gerade bei den Leuten, die füttern, ist es auch so, die auch viel füttern, dass da Leute gibt, die im Monat 100, 150 Euro locker aus der eigenen Tasche bezahlen für das Futter, weil da sammelt sich eben einiges an Kosten. Das summiert sich halt einfach. Und der Verein hat einfach nicht so viele Mitglieder, dass der Jahresbeitrag das decken könnte, also auch nur ansatzweise. Das heißt, also da gibt es wirklich Leute, sehr viele Leute, die halt nicht nur krass viel Zeit investieren, sondern auch noch sehr viel von ihrem Geld. Und davor habe ich persönlich einfach den krassesten Respekt und würde halt einfach alle, denen das Thema auch wichtig ist oder jetzt auch wichtig geworden ist, dazu ermutigen, den oder einen Stadttaubenverein zu unterstützen in der Nähe oder auch in einer Stadt der Wahl. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich alle Stadttaubenvereine dieses Problem haben. Genau, und
Allein der Jahresbeitrag ist natürlich schon was, wenn der Verein darauf bauen kann, was super wichtig ist. Aber auch einzelne Spenden sind immer gerne gesehen und super wichtig, um eben diese großen Futtermengen und auch die Tierarztkosten zu finanzieren. Also wir werden, du wirst mir sicherlich Links zur Verfügung stellen. Ihr habt vielleicht eine Webseite, eine Facebook-Seite, Instagram. Egal, wo ihr vertreten seid, das packen wir unten rein. Ich packe unten auf alle Fälle nochmal die Verlinkung, das habe ich Susanne auch versprochen, zum Mörser Taubenhaus mit rein. Wir packen Aachen, glaube ich, mit rein. Das hattest du so als Modell. Aachen, Augsburg. Okay, packen wir unten mit rein. Da hilfst du mir vielleicht mit dem Link nochmal. Das machen wir. Wenn ihr aktiv seid für eine Taubenhilfe, packt es einfach in die Kommentare mit rein. Schreibt, warum gerade diese Organisation von euch oder von uns eine Unterstützung erfahren sollte. Packt das da, den Link rein, packt die Social Media Links rein und schreibt vielleicht einen kurzen Text und vielleicht, was ihr da aktiv macht. Haltet die Augen auf, das hat Johanna gerade sehr, sehr schön beschrieben. Und es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir es teilen. Vielleicht auch, indem ihr dieses Video teilt. Aber wenn ihr dieses nicht, dann zumindest die Videos, die ich unten reingepackt habe. Weil eine Sache habe ich halt auch noch gelernt in den Videos, die ich unten drin habe. Ich habe sie heute Morgen noch gesehen. Wenn eine Taube satt ist und sie isst in der Regel einmal am Tag, dann ist sie satt. Und dann flitzt sie nicht mehr in der Einkaufsstraße von Bank zu Bank und über die Straße, sondern dann zieht sie sich zurück. Das heißt, dieses ganze Geld, was investiert wird in Verbrämungsmaßnahmen, in Vertreibung, in irgendwelche zweifelhaften Menschen, die versuchen, dieses Problem in den Griff zu kriegen, würden wir dieses Geld tatsächlich in die Fütterung einbringen, dann hätten auch die Ladenbesitzer nicht das Problem, weil die Tiere vielleicht vor der Tür rumlungern. Und würden wir mehr von diesen Taubenhäusern haben, würden die Städte aktiv so einen Taubenschlag einrichten, könnte man im Prinzip eine viel bessere Kontrolle über die Population hinkriegen. Wie gesagt, durch Austauschen Ei gegen Gipsei. Und den Tieren und den Menschen wäre geholfen. Und dann können wir vielleicht auch all diese, ja, ich sag mal, sehr, sehr traurigen Taubenbilder hinter uns bringen, die wir alle aus den Städten kennen, wo ja Tiere im Prinzip aufgespießt sind, weil gerade Jungtiere in diesen Stacheln, die gerne auf dem Fenstersimsen angebracht werden, was eigentlich total hohl ist, weil auch da in dem Video schaut gerne 45 Grad Blech viel mehr bringen würde als ein einzelner Pin oder viele von diesen Pins, dass da Tiere aufgespießt sind oder aber sich in diesen Netzen verheddern. Also da könnte man einiges machen und darauf aufmerksam machen ist wahnsinnig wichtig und es ist wahnsinnig wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die genau das machen, die darüber sprechen, über die Tauben, aber auch mit all dem, was du mit Peter 2 machst. Johanna, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, was du noch als Botschaft mit raushauen möchtest? Oder haben wir alles eingepackt gekriegt? Vielleicht nur noch, ich kann wirklich nur jeden ermutigen, aktiv zu werden, der vielleicht so still vor sich hin vegant. Klar, man braucht irgendwie die Zeit dazu, aber selbst wenn man nur einmal im Monat sich einen Nachmittag Zeit nimmt und an einer Aktion teilnimmt, oder wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat, aber Geld spenden kann. Ja, alles ist mega wichtig und überhaupt einfach irgendwo anzufangen und seinen Beitrag zu leisten, da kann ich wirklich nur ja, jeden ermutigen. Schöner kann man das Ganze nicht beenden. Ein toller Aufruf, den ich natürlich voll unterstütze. Leute, werdet aktiv in irgendeiner Form, macht etwas. Das Essen auf dem Teller zu Hause ist wichtig. Ja, bei der Kleidung drauf achten, ja, ist wichtig. Aber vielleicht kann man auch den kleinen Schritt weitergehen und aktiv etwas machen. Und wenn wir euch dazu ermuntern konnten,
Dann schreibt auch das gerne in die Kommentare unten mit rein. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt was Nettes mit dazu, weil ich finde, so viel ehrenamtliche Tätigkeit, ja, das ist Ehrenamt, verdient auch ein bisschen Ehre und sollte gewürdigt werden. Also schreibt gerne was Nettes mit dazu. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir beide bleiben noch ganz kurz hier im Zoom drin, damit wir uns noch kurz verständigen bezüglich der Shownotes. Aber wir sehen uns dann wieder nächste Woche Sonntag, wenn es um 8 Uhr wieder heißt, ganz normal vegan. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.